Hallo Leute und willkommen zu meinem Let's Play von Banjo-Tooie. Ja, ihr habt ja das Intro schon gesehen. Ich will euch jetzt erstmal hier im Menü die Änderungen zeigen. Denn ja, es gibt Änderungen. Hier haben wir die üblichen drei Spielstände. Hier ist bekommen das Bild von Banjo, von Kazooie, das ist bekommen das Bild von Mumbo. Hier gibt es die Möglichkeit, den Spielstand zu löschen. Hier zu kopieren. Hier gibt es den Multiplayer-Modus, der hier neu dazugekommen ist, denn hier gibt es auch Minispiele, die man in der Story freischalten muss. Nachdem man es getan hat, kann man sie hier spielen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, muss man sie freischalten? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Schon etwas länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber egal, hier kann man jedenfalls Minigames spielen. Hier gibt es die Einstellungen. Hier kann man dann auch die Sprache ändern, für all die es interessiert. Und hier gibt es die sogenannten Wiederholungen. Wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, sind keine Wiederholungen dabei. Eine Wiederholung habe ich jetzt schon freigeschaltet, bedingt durch eine kleine Fail-Aufnahme. Ja, was heißt Wiederholungen? Es gibt hier im Spiel Bosskämpfe, die man hier wiederholen kann. Es gibt aber auch die Minigames, kann man hier auch unter Story-Bedingungen nachspielen. Ja. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die Bosse aus der Story nochmal zu spielen. Eine andere gibt es nicht. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel. Während dem Intro bin ich ruhig. Wer lesen möchte, kann es gerne tun.
an, ja. Und damit, nach diesem epischen Intro-Film, willkommen im Spiel. Verzeiht mir bitte, wenn ich in den ersten Parts darauf verzichte, die Stimmen nachzumachen. Ich bin immer noch recht angeschlagen von einer Erkältung, deswegen, ich werde die Stimmen normal vorlesen. Hilfe, ich heiße Geril und brauche Hilfe. Ich bin von der Grillparty geflogen, dann unter diesem etwas schwergewichtigen Felsbrocken gelandet. Weg damit! Ich bekomme kaum noch Luft. Ja, im Intro haben wir ja bereits die Schwestern von Grunty kennengelernt. Mingelda und Blobelda heißen sie. Die Zuordnung, denke ich, fällt nicht wirklich schwer. Mingelda die dünne, Blobelda die fette. Ja. Bescheuerter Bär und Vogel kommen. Ich warte auf sie hier drin. Und, ja. Grunty selbst, knöchern ohne Ende. Aber ist ja auch kein Wunder nach den 2 Jahren, die sie unter diesem Felsen gelegen hat. Ja, was gibt's Neues in diesem Spiel? Es gibt Eier, die sind diesmal in Nestern, Federn genauso. Das ist der Vorteil, wir müssen sie nicht mehr einzeln einsammeln, wie es in Banjo-Kazooie noch der Fall war. Und, ja, wir beherrschen noch alle Moves aus Banjo-Kazooie. Das heißt, wir können fliegen, Gold, Federn, Eier schießen und so weiter. Allerdings, ja, mit diesen Moves können wir in diesem Spiel nicht wirklich viel bewegen. Ja, das sicherlich schon. Es gibt eine ganze Reihe neuer Moves. Und einige von denen sind richtig geil. Und ja, jetzt stellt sich nur die Frage, wenn Bottles tot ist, ihr seht ihn dort ja schweben, wer bringt uns die Moves bei? Die Antwort werdet ihr jetzt gleich sehen, denn sobald wir einsammeln, meldet er sich zu Wort. Sehen werden wir ihn allerdings erst, also wir werden ihn noch nicht in diesem Part sehen, aber ich denke mal im nächsten ganz sicher, wenn wir ihn erst einen neuen Move lernen. Dann erzähle ich euch noch weitere Neuerungen, die in diesem Spiel gemacht wurden diesbezüglich. Nehmt die Eier als Munition! Ihr seht, ein solches Ei bringt, oder ein solches Nest von Eiern bringt 20 Eier. Die Goldfäden hier genauso bringen 2. Und wegen der Unverwundbarkeit ist alles sehr nett. Ja, dieser Maulwurf, den wir gesehen haben, ist der Bruder von Bottles. Jamaz ist sein Name. Und ja, wir werden ihn noch sehr oft im Lauf, Entschuldigung, im Lauf dieses Spiels sehen. Ja. Und wie im ersten Teil auch, ist Spirit Mountain eigentlich nur wieder ein Tutorial.
um die alten Moves nochmal zu machen, beziehungsweise für die Leute, die das Spiel Banjo-Kazooie nicht gespielt haben, einfach die Moves kennenzulernen. Wir haben hier eine Sprungplatte, die uns zu einer weiteren Neuerung führt, nämlich diesen Seiten hier. Stellt sich die Frage, Seiten, wofür sind die gut? Sammeln wir sie auf und sehen sie uns an. Prima, du hast eine meiner fehlenden Seiten gefunden. Komm zu mir, wenn du 5 Seiten hast. Ich bin Gruntys altem Versteck im Spiral Mountain. Ja, wen haben wir da gesehen? Einen alten Bekannten aus Banjo-Kazooie. Das Cheatbuch Cheeto. Ja, auch in diesem Spiel ist er vertreten. Allerdings, ziemlich zerflattert, wie ihr gesehen habt. Und es gibt eine Möglichkeit, also es gibt auch hier wie die Möglichkeit, Cheats von ihm zu bekommen. Allerdings diesmal nicht umsonst. Denn diesmal müssen wir ihn nicht wirklich finden. Wir wissen ja, wo er ist. Sondern dieses Mal müssen wir ihm seine Seiten zurückbringen. 5 Seiten an der Zahl. Und wir lernen einen Cheat. Diese Cheats werde ich sammeln. Ich werde sie auch benutzen. Denn diese Cheats, die man hier lernt, sind sehr nützlich von Cheeto. Es gibt allerdings auch hier wieder Unendlichkeits-Cheats. Die kann man von vornherein eingeben. Aber dazu mehr, wenn wir in der ersten Welt angelangt sind, bei dem, ja, sagen wir so, wenn wir in der ersten Welt angelangt sind, sie eingeben können. So, jetzt befinden wir uns hier im Grabbohrertunnel, in den ja Klungo reingegangen ist. Und damit eine Neuerung. Wie schon angekündigt, gibt es hier Bosskämpfe. Und diese Sequenz deutet immer einen Bosskampf an. Der Boss wird vorgestellt, in dem Fall Klungo, Diener mit Demenz. Ahaha, wenn das nicht Bär und Vogel, haben meine Herren so viel Schwierigkeiten gemacht. Also, daran will ich mich erinnern. Ahaha, ihr seid bescheuert. Dafür können wir richtig reden. Ah, was? Klungo ist böse. Euer Spiel endet hier. Ja. Die Türen gehen zu und er zückt den roten Trank. Ja, Klungo wird zerquetschen, Bär und Vogel. Ja. Clever Klungo verdeckt sich hinter Zauberschild. Jetzt sieht Bär. Spezialtrank. Ja. Ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir Klungo nicht zum letzten Mal gesehen haben. Der Kampf ist eigentlich sehr einfach. Wir müssen ihn, nachdem er gewachsen ist, einfach nur treffen mit der Schnabelattacke und dann seinen Tränken ausweichen. Das wird im späteren Verlauf auch noch ziemlich tricky, oder kann ziemlich tricky werden. Aber naja, 3 Treffer und er ist besiegt. Hinterlässt uns Honigwaben und haut ab. Wieder Bär und Vogel verletzen am Klungo. Du wolltest es so. Lauf doch einfach weg und wir vergessen das Ganze. Ja, gute Idee. Aber Klungo habt ihr nicht gesehen zum letzten Mal. Klungo eilt herin. Bitte bestrafe Klungo mit dem Besen. Ja, die sammle ich noch. Und ich denke, das ist auch dann ein guter Zeitpunkt, den Part zu beenden. Ja, hier geht's weiter. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann hier um. Und schauen, was uns erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis bald, Leute. Ciao.